OE24 gibt's jede Stunde Geld fürs Radio hören. Ja, super! Ich freue mich riesig darüber. Danke, 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 danke. 10.000 Euro Cash und die Chance auf eine Traumreise für zwei nach Ägypten. Jetzt anmelden auf OE24radio.at. Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Wollen die Österreicher oder will eine relative Mehrheit der Befragten einer OGM-Umfrage tatsächlich am liebsten blau-schwarz oder blau-türkis, wie eben jetzt die FPÖ auch sagt? Das ist unter anderem eine Frage, die ich OGM-Chef Wolfgang Bachmeier, einem prominenten Meinungsforscher, fragen möchte. Und damit schönen guten Abend im Studio. Schönen guten Abend. Herr Bachmeier, ich fange gleich mit dieser Umfrage an, weil mehrere Freiheitliche haben jetzt in den letzten Tagen diese Umfrage von ihrem Institut zitiert und gesagt, naja, selbst diese Umfrage würde zeigen, dass eine relative Mehrheit sagen würde, ja, dann soll blau-schwarz kommen. Wieso soll plötzlich ein Kanzlerkickl mehrheitlich beliebt sein? Das ist nicht plötzlich, sondern das ist bei allen anderen, wenn sie die gleiche Fragestellung hätten, genauso. Ja, diese Umfrage war nicht eine OGM-Eigenumfrage. Wir arbeiten in der Regel nur im Auftrag von Medien. Das war von einem anderen Medium. Und die haben die Fragen vorgegeben und die waren korrekterweise in alle Koalitionsmöglichkeiten gesplittet. Also im Prinzip blau-schwarz, schwarz-rot. Pink und Schwarz-Rot-Grün. Mhm. Durch die mehr oder minder Aufspaltung in mehrere Antwortmöglichkeiten haben dann die Grünwählerschaft natürlich die eigene Variante gewählt, wo sie mit dabei sind. Das geht dann wieder der Dreierkoalition mit den Neos ab, weil dort würden sie nochmal hingehen und plötzlich ist die Mehrheit für Blau-Schwarz gegeben. Aber wie Sie gesagt haben, keine absoluten. Mhm. Aber das heißt, wenn man de facto nur fragen würde, blau-schwarz oder schwarz-rot-pink, könnte das Ganze schon wieder anders ausschauen? Dann würde, das haben wir auch schon gefragt vorher, ja, das verändert sich nicht so rasch. Bis von den Politikern und Politikerinnen neue Signale kommen. Ja? Mhm. Und da würde eine Dreier-Variante auf jeden Fall noch vor einer blau-schwarzen Zweier-Variante liegen in der Gunst der Wählerschaft. Mhm. Jetzt ist es ja so, dass der Herbert Kickl sich auf das Wahlergebnis beruft und generell beruft, dass die Menschen würden hätten mehrheitlich ihn gewählt und damit auch de facto eine blau-schwarze Regierung vorgegeben. Sie haben ja da auch viel Erfahrung mit Meinungsumfragen und Wahlergebnissen. Kann man das aus einem Wahlergebnis ableiten? Ja, die Menschen haben am Wahlzettel nicht Kickl angekreuzt, gab vorzustimmen, ja, sondern FPÖ. Also korrekterweise müsste man sagen, die Freiheitliche Partei wurde mehrheitlich gewählt und mehrheitlich heißt erster Platz. Mhm. Also insofern ist es völlig legitim, das zu behaupten und ist auch sozusagen demokratiepolitisch, was ja auch in Frage gestellt wird, durchaus legitim und normal. Aber andererseits, eine parlamentarische Mehrheit entscheidet und wenn sie sich findet, ist die de facto, wenn man will, der Verhandlungs- und damit auch der Wahlsieger. Es finden ja in diesen Tagen diese Gespräche statt, die der Bundespräsident angeregt hat zwischen Karl Nehammer, dem ÖVP-Bundeskanzler, Herbert Kickl, dem FPÖ-Chef und Andreas Babler, dem SPÖ-Vorsitzenden. Man weiß schon, dass Andreas Babler und Karl Nehammer Herbert Kickl noch einmal erklären, warum sie eine Koalition nicht für möglich halten. Wie populär oder unpopulär wäre es, wenn der Bundespräsident nach Abschluss dieser Gespräche dann tatsächlich Herbert Kickl keinen Auftrag zur Regierungsbildung gibt? Dann wären das genau genommen leere, ich möchte nicht sagen Showkilometer gewesen, weil es kommt dann nach zwei, drei Wochen dieser Verhandlungen, wie sie jetzt beginnen und Gespräche, kommt dann letztlich genau das raus, was man schon vor der Wahl sich gefragt hat, wird der Bundespräsident bei seiner schon vor zwei Jahren gemachten Aussage bleiben und keinen Regierungsauftrag erteilen. Also so wird es dann sein. Mhm. Ja? Und viele Wähler, Wählerinnen werden sich fragen, war das eigentlich notwendig? Ist das nicht nur Zeitverlust? War das nicht nur eine quasi
ein Umkurven, ja, einer Situation, wo der Bundespräsident mehr oder minder klipp und klar hätte sagen können, wie ich schon vor 2 Jahren geäußert habe, bleibe ich dabei, sowas Nehammer sagt, ich bleibe dabei, ja, und beauftrage diesen oder jenen oder diese Gruppierung aufgrund der ersten Kontaktgespräche mit einer Regierungsbildung. Aber wie würde Ihrer Meinung nach eine Mehrheit in dem Land reagieren, wenn der Bundespräsident zum Beispiel, nachdem alle bei ihm waren, nachdem sie ihm alle gesagt haben, es hat sich nichts daran geändert, wir koalieren nicht mit Kickl, wir wollen nicht mit ihm zusammenarbeiten, Kickl noch einmal sagt, ich bleibe auf jeden Fall Kanzlerkandidat, also die Fronten gleich bleiben. Und der Bundespräsident dann sagt, okay, ich beauftrage jetzt die Nummer 2, was Sie ja insinuiert haben, nämlich Karl Nehammer. Wie reagiert dann die Bevölkerung? Sicherlich nicht mehrheitlich, aber in wachsenden Anteilen, sage ich mal, ja, kritisch bis enttäuscht, weil es letztlich ein Bruch mit den bisherigen Usancen ist. Auch frühere Koalitionen, wo der Erste nicht dabei war, denken Sie nur Jahr 1999, 2000, Koalition Schwarz-Blau unter Wolfgang Schüssel. Beide waren nicht Erster und der Schüssel mit der ÖVP war Dritter. Der Zweite und der Dritte. Das hat sich dann ergeben, weil im Prinzip die Verhandlungen zwischen Rot und Schwarz monatelang gedauert haben und nicht funktioniert haben. Und dann hat man es halt mit dem anderen versucht und plötzlich ist es gelungen. Ja, also das ist durchaus demokratisch und daher legitim und zulässig. Und insofern haben auch die jetzigen Parteiobleute durchaus die Möglichkeit, bevor das in endlose, fruchtlose Koalitionsgespräche führt, weil auch die drei haben ja in verschiedenen, die drei Dreier-Koalitionspartner haben ja in verschiedenen Belangen ziemlich unterschiedliche Positionen, wo sie sich erst finden müssen. Das kann Monate dauern und das kann dann natürlich auch so ein Effekt eintreten wie vor 20 Jahren, dass dann plötzlich doch dann wieder auf Druck aus der Partei, ÖVP, Industriellenvereinigung, Wirtschaftsbund und so weiter, dass man dann sagt, jetzt reden wir mit den Blauen und dann könnte es schnell gehen. Es könnte also eine Kopie entstehen wie vor 20 Jahren. Die andere Variante ist, dass die jetzige zu einer Dreierkoalition bereite Gruppe sagt, machen wir schnell, finden wir rasch eine Einigung, Augen zu und durch. Und damit schaffen wir vollendete Tatsachen und haben möglicherweise, das ist ein extremer Gedanke, aber er hat genau genommen eine gewisse Fantasie und müssen dann nicht das Ergebnis der steirischen Wahl abwarten. Sie meinen also eine Koalitionsbildung noch vor der Steiermark-Wahl? Richtig, weil die steirische Wahl würde mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Ergebnis bringen, das weiter Sand in das Getriebe streuen würde einer Dreierkoalition. Halten Sie das mit Ihrer Erfahrung für realistisch, dass sich diese drei Parteien, weil es wäre zum ersten Mal in Österreich keine Zweierkoalition, sondern sogar eine Dreierkoalition, so rasch einigen kann? Nein, es spricht alles dagegen. Aber ich habe auch gelernt im Laufe der Jahrzehnte, so nahe an Politik und Medien, es gibt etwas, was auch Gegner zusammenbringt, das ist das gemeinsame Machtteilhaben. Und insbesondere Andreas Babler hat ein vitales Interesse, dass nicht wieder neue Diskussionen, neue Kandidaten aus welcher Richtung auch immer sagen, ich kann's, ich bewerbe mich. Ja. Das Gleiche ist bei der ÖVP, dass keine Diskussionen aus dieser oder jener Richtung entstehen, ob er unbedingt so starr bleiben muss bei der Haltung. Also je mehr Zeit Bestimmt, vergeht... Stimmt, aber was haben die Neos davon? Die Neos können genau genommen... nicht entspannt, sicher aufgeregt, ja, aber können mehr oder minder wenig tun, außer dass sie in konkreten Dreierverhandlungen gewisse Positionen aufweichen. Das sind eher Unvereinbarkeiten mit der ÖVP, Reformen ist ja in unserem teilweise Land. Teilweise mit der SPÖ, Pensionsreform wird schwierig. Steuer, ÖVP-Kammerpflicht mit Steuern. Also es gibt einige Positionen, die Neos müssten sich besonders verbiegen und bemühen, ja. Und nicht das, was Sie versprochen haben, Reformen, das ist ja fast ein Störfaktor, so viele Reformen. Naja, außer Sie würden eine Bildungsreform, das wäre wirklich einmal ein großer Wurf. Da haben Sie wahrscheinlich freie Hand aus Sicht der beiden möglichen Koalitionspartner, weil da sozusagen
lasst man sie agieren, wie sie wollen. Aber die anderen Hindernisse wie Steuerfrage müssen natürlich auch geklärt werden. Hätte so eine Koalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS überhaupt eine realistische Chance, populär zu werden? Weil die FPÖ würde natürlich von Tag 1 ab sagen, das ist die Koalition der Verlierer, das sei die Koalition der, keine Ahnung, des Systems und so weiter und so fort. Was müssten die tun, um Image-Korrekturen zu schaffen? Also es müssten Wunder geschehen, ja? Weil es ist schon eine, wir brauchen nur zurückblicken bis in die 60er Jahre, ja? Es ist schon eine Zweierkoalition schwierig genug und auch viele Zweierkoalitionen sind frühzeitig gescheitert, weil sie nicht mehr zusammen konnten, vorzeitige Neuwahlen. Ja? Der Ruf Neuwahlen ist ja bei uns durchaus häufig zu hören. Jetzt, wenn es zu zweit schon so schwierig ist, wie schwierig muss es erst zu dritt sein, mit teilweise ziemlich unterschiedlichen und nicht kompatiblen Positionen. Und dann, was meine Sichtweise noch unterstreicht, kommen ja äußere Rahmenbedingungen, die ein Regieren ja enorm schwierig machen. Genau genommen sollte sich niemand ums Regieren reißen, weil es erfordert unpopuläre Maßnahmen und die will wieder keiner setzen. Wie würden die Menschen, weil das weiß man ja auch, wie der Großteil darauf reagiert, auf Blau-Schwarz reagieren? Weil sie haben natürlich recht, desto länger sich das hinzieht, desto wahrscheinlicher könnte es sein, dass die Fliehkräfte in der ÖVP sagen, naja, wir wollen doch lieber einen Kanzler-Kickl haben, wenn wir dafür den ganzen Rest bekommen. Aber da weiß man ja, die Mehrheit der ÖVP-Wähler ist eigentlich gegen einen Kanzler-Kickl. Die absolute Mehrheit der SPÖ-Wähler so und so und von Grünen und NEOS ganz zu schweigen. Das heißt, zwei Drittel der Wähler wären ja eigentlich gegen einen Kanzler-Kickl. Wie kann dann so eine Koalition populär werden? Also solche an und für sich im Vorfeld sehr wenig populäre Zweierkoalition hatten wir auch schon genug. Ich komme wieder auf das Jahr 2000 zurück, die schwarz-blaue Koalition unter Wolfgang Schüssel. Die hat ja so viel Protest erweckt über die Grenzen hinaus, dass es sogar zu den EU-Sanktionen gegen Österreich kam. Gegen die Regierung, ja. Also die Menschen haben es verstanden gegen unser Land. Das ist war gegen Punkt, eine Regierung. Das sind ja keine Politikwissenschaftler, sondern die sagen, was haben wir denn jetzt dann? Ja? Und das hat ja, das ist für mich sozusagen quasi die Geburtsstunde der EU-kritischen Grundhaltung der Österreicher. Damit hat die Europäische Union sozusagen sich keine Orden verdient aus Sicht der Wahlberechtigten. Und man sieht ja an den regelmäßigen Eurostat-Umfragen, dass die Einstellung gegenüber der EU in Österreich immer im hintersten Drittel, hintersten Fünftel reagiert. Gut, aber diesmal wird ja nicht die EU reagieren, weder mit Maßnahmen gegen eine blau-schwarze Regierung noch mit sonstigen, weil es gibt ja schon eine Postfaschistin, die Premierministerin in Italien ist. Es gibt jetzt, okay, der Gerd Wilders hat selbst verzichtet reinzugehen, aber es ist eine Koalition aus seiner Partei. Also diese Parteien regieren ja mittlerweile schon, da wird es nichts geben. Da eher die Frage, wie würde das im Inland ankommen, wenn zwei Drittel der Wähler sagen, eigentlich wollen wir Kickl nicht als Kanzler? Also wenn es zu einer Zweierkoalition Blau-Schwarz kommen sollte, weil sich vorher die Dinge so schwierig erweisen und in die Länge ziehen unendlich, ja, würde ich mal sagen, dass die Mehrheit der Wählerschaft zwar aufmurren wird, aber da kann diese Zweierkoalition sagen, was interessieren mich im Prinzip jetzt die Stimmen der nicht teilnehmenden SPÖ-Anhänger und Grün-Anhänger und auch NEOS-Anhänger. Wichtig aber ist, auch ÖVP-Anhänger. Bei der Wer ÖVP Hälfte, bin ich ganz, ganz sicher, dass ich jetzt keine hundertprozentige, aber auf jeden Fall eine mehrheitliche Einigung und Zustimmung zu einer solchen Koalition ergeben würde. Das gilt für alle Parteien, weil die Anhängerschaft der einzelnen Wählergruppen bei der Frage nach, welche Koalition, sagen einmal grundsätzlich eine Koalition, wo die eigene Partei dabei ist. Ja? Schon zum Abschluss, es gibt natürlich auch Leute, die sagen, im Grunde sind alle diese Koalitionsformen so schwierig umzusetzen, dass die wahrscheinlichste Variante nach monatelangen Verhandlungen in Wirklichkeit Neuwahlen wären. Wie unpopulär wäre denn das? Also Neuwahlen, es ist ja nichts auszuschließen, was passieren kann. Aber wenn man 1, 2, 3 zusammenzählen kann, ist das auf jeden Fall zu vermeiden. Das ist Harakiri mit Anlauf. Ja, Neuwahlen wäre im Prinzip ein Werbeprogramm für die Freiheitlichen.
Schauen wir mal. Danke, Wolfgang Bachmeier, für dieses Interview. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview gleich weiter. Bleiben Sie dran.